Ja. Ui. Ah, da seid ihr ja. Das ist hier eure Küche. Ja, genau. Unser Reich. Alter Schwede. Nicht so große Menschen. Das ist ja wirklich so eine kleine Brutzelhöhle. Ja. Jetzt habe ich eine kleine Überraschung für euch. Mhm. In 3 Stunden kommen 20 Testesser. Menschen aus der Region, die alle in Zukunft eure Gäste sein könnten. Okay. Ihr kocht ein 3-Gang-Menü. Vorspeise, Hauptgang, Dessert. Warum lachst du jetzt so, wenn ich 3-Gänge-Menü sage? Ja, weil das für mich schon eine Herausforderung ist. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht das Thema. Ich werde das schon machen. Als ich das Wort Menü gehört habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße. Was machst du denn jetzt? Aber ich kann mich dann schon disziplinieren und sagen, okay, jetzt Nerven zusammenhalten und versuchen, da durchzukommen. Die Testesser werden euch bewerten. Okay. Ihr bekommt eine Note und damit werden wir arbeiten. Und okay. Ich würde sagen, ihr legt jetzt los. Ja. Okay. So. Ich muss erst überlegen, was wir dann eigentlich machen. Was für ein Essen. Vielleicht, dass wir vorweg einen Salatteller machen oder eine Suppe. Dann würde ich Sojanka vorweg. So viel Sojanka haben wir nicht da. Haben wir nicht da auch. Weil es sind 20 Personen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Plus eins. 21 ist Herr Rosin, nehme ich stark an. Okay, den Hauptgang, ja, entweder machen wir das Hamburger Schnitzel. Das würde ich sagen. Das geht immer sehr gut. Und als Nachspeise könnten wir durchaus unser Zimtparfait machen. Richtig, das würde ich auch sagen. Zimtparfait als Nachspeise ist ideal. Genau, dann auf geht's. Dann fangen wir an. Gut. Bitte. Hamburger Schnitzel in einem bayerischen Wirtshaus? Ob das ankommt? Wie auch immer. Zur Herstellung dieser kulinarischen Spezialität benötigt Silke Ulf in der Küche. Also muss eine andere Servicekraft her. Hi, hier ist Silke. Du, Conny, könntest du kommen? Jetzt? Ja? Okay. Supi, bis gleich. Ciao. Der Service scheint zu stehen. Doch schon bahnt sich die nächste Herausforderung für Chefin Silke an. Der Salat für die Vorspeise ist aus. Ein neuer Plan muss her. Ansonsten würde ich sagen, dass wir stattdessen eben dann die Suppe machen. Die Wirtshaussuppe. Da habe ich auch noch. Hast du 20 Portionen? Ja. Das kriege ich hin. Gut, okay. Jetzt brauche ich erstmal. Zumindest genug Schweinefleisch für die Hauptspeise. Das Schnitzel ist da. Aber zurück zur Vorspeise. Was ist jetzt diese Wirtshaussuppe? Wirtshaussuppe ist eigentlich eine Art Kartoffelsuppe. Wird mit Möhren gemacht, Sellerie, Lauch, Kartoffeln. Ist das ein Klassiker oder hast du den erfunden? Oder? Nee, den hat unser Koch erfunden. Weil ich habe mich ja bisher auch eigentlich nicht mit Küche befassen müssen. Das ist ja jetzt eigentlich nur aus der Not heraus, sage ich jetzt mal. Weil wer soll es ja machen? Irgendeiner muss es ja machen. Silkes Koch hat vor 6 Monaten gekündigt. Aus Mangel an Bewerbern und Geld steht die gelernte Lebensmittelfachverkäuferin nun selbst hinterm Herd. Zumindest ausgestattet ist das Kochis wie eine Profiküche. Das glaubt man gar nicht. Da steht man hier vor so einer Brutzelhütte, kommt in eine Küche, die wie so eine kleine Höhle ist. Aber Equipment, Geräte, haben sie alles da. Schöner Vakuumierer, den allerneuesten Konvektomat, Kombiofen. Also kochen kann man hier schon. Oder könnte. Und damit das, was hier gekocht wird, auch bei den Gästen landet, kommt Servicekraft Kunigunde, genannt Conny. Die 57-Jährige springt trotz kürzlicher Operation am Ohr ein. Hallo! Ulf! Silke! Ja, hallo! Hi, Conny! Du hast mich ganz schön angelogen, gell? Ich bin hier ein bisschen. Schön, hi! Ja, hallo! Na, jetzt 20 Personen. Mhm. Hallo! Hallo! Ich bin die Conny, hallo! Freut mich sehr, Conny! Freut mich sehr, dich kennenzulernen! Da mich auch! Fernseh sieben sie ja, aber dass sie so groß sind. Ja. Ja. Hi, Ulf! Hi, Conny! Ich muss Kartoffeln schälen. Ich will dann schälen mal. Das war Conny? Das war Conny. Die machst du den Service? Ja. Conny ist halt wirklich so richtig, die ist so echt, weißt du? Die ist einfach so, die nimmst und die hast gleich lieb und da weißt du, kannst dich drauf verlassen. Na wunderbar. Schaut schon wieder so aus, ich bin verrückt. Silke! Die Unordnung im Serviettenschrank sorgt für schlechte Laune. Silke! Ja? Was willst du für Servietten? Welche Servietten wir nehmen? Ja. Dann nimmst halt eine schöne. Du weißt doch, welche Servietten du nehmen kannst. Halt eine schöne. Ja. Das gibt's ja nicht. Zick, geht schon wieder los. Ungenaue Anweisungen von der Chefin und Chaos im Gastraum. Conny hat jetzt schon genug.
Ja, das ist ein schöner Schauspiel. Saustall wie das. Jedes Mal reimt man auf und jedes Mal ist es das Gleiche. Letztendlich ist dann doch eine besonders schöne Serviette gefunden. Frank Rosin will mehr von dem bayerischen Original erfahren. Kunigunde. Ja. Mensch, guck mal her, lass uns mal ein bisschen beschnuppern, wir beide. Ja, das ist ein Name, gell, Kunigunde. Ja, aber schön. Erzähl mal, warum läuft's nicht? Was sind die Gründe, die du siehst, die du erkennst? Also die Silke ist einfach keine richtige Chefin, die versteckt sich in der Küche eigentlich. Jeder meint, alle, wir sind Chef und sie müsste mehr präsent sein auch. Die sagt nichts, die das Personal macht, was will. Ich habe jetzt gerade unter Servietten gesucht, ich habe mit Rüfter Schlag. Die 57-Jährige nimmt kein Blatt vor den Mund. Und das ist auch bitter nötig. Ach du meine Güte, das ist ja ein Chaos. Du räumst jetzt immer auf und wenn du wiederkommst, dann sieht es wieder genauso aus. Dann schaut es wieder so aus. Ja, dann hat man wieder was gesucht und das wird dann alles durcheinander geschmissen und das war's dann. Hm. Das ist das Gleiche hier. Weil ich sag, wenn die Leute reinkommen, Leute, ja, das muss sauber sein. Chefin Silke hat ihren Laden und die Mitarbeiter offenbar nicht im Griff. Aber ohne Führung läuft hier nichts. Conny, wirklich zünftig. Ja, passt eigentlich hier rein. Aber Silke kann sich nicht in der Küche verstecken. Nein, dieser Laden braucht eine Identifikationsfigur. Ja? Und vor allen Dingen nach außen hin einen Chef. Doch Silke hat ja schließlich in der Küche alle Hände voll zu tun. Zumindest nimmt schon mal die Vorspeise Form an. Kartoffelsuppe. Verfeinert wird das frische Gemüse mit reichlich Pulvergewürz. Auch im Gastraum scheint alles in geregelten Bahnen zu laufen. Frank Rosin nutzt die Ruhe vor dem Sturm, um einen Blick auf die Speisekarte zu werfen. Ausgebeizter Lachs 6,80 Euro. Beilagensalat 2,50 Euro. Und mit diesen Preisen kann man so einen Laden nicht betreiben. Mecklenburger Bauernpfanne, da werden Sie sich auch freuen hier. Schönes Ostseegericht in Bayern. Geht immer. Die Karte, ein wilder Mix aus ostdeutscher, norddeutscher und bayerischer Küche. Hier fehlt eindeutig eine klare kulinarisch-gastronomische Linie. Und auch die Anzahl der Gerichte erschreckt den Sternekoch. Runde 55 Gerichte hier im unmöglichen Wirtshaus. Und mit einem in der Küche und gerade jetzt nur mit Silke, gar nichts zu machen. Und Kalkulation, Geld verdienen. Nada. Nur noch eine halbe Stunde bis zum Testessen. Jetzt heißt es ranklotzen. Während die Schnitzel für die Hauptspeise in Arbeit sind, geht bei Chefin Silke auf einmal gar nichts mehr. Der Sternekoch hakt nach. Was überlegst du denn, Silke? Ich muss Bratkartoffeln und Schnitzel machen. Die Schnitzel kann ich nicht schon eine Stunde vorher fertig braten. Und die Bratkartoffeln auch nicht, weil die schmecken einfach nicht, wenn ich die eine Stunde vorher fertig habe. Jetzt überlege ich gerade, ob ich die Bratkartoffeln einfach jetzt schon mal so halbwegs fertig mache und dann den Rest. Aber bin ich nur etwas unentschlossen. Und ich werde einfach die Bratkartoffeln jetzt mal anfangen. Weil ansonsten kriege ich das ja nicht mehr in die Reihe. Hanna, wo ist mein Koch? Der hat vor 6 Monaten gekündigt. Frank Rosin beobachtet nur, greift nicht ein. Bratkartoffeln, ein Standardgericht in einem gutbürgerlichen Lokal. Doch auch hier scheint Silke überfordert. Wie würzt du die? Mit Salz, Pfeffer und Paprika. Warum Paprika? Weil es der Koch vorher auch so gemacht hat. Überzeugende Argumente hören sich anders an. Während Ulf weiter fleißig die Schnitzel für die Hauptspeise paniert, bahnt sich im Gastraum das nächste Donnerwetter an. Haben jetzt mir kein Pilz mehr. Ulf, wie sieht's aus? Haben wir kein Pilz mehr? Nein, Pilz ist aus. Na wunderbar, danke. Ist ja toll. Das sagt einem aber auch keiner. Pech gehabt, kein Pilz im Haus. Ihr habt kein Bier? Doch, helles, aber kein Pilz. Wir sind in Bayern, wir haben helles noch fast. Was machen wir jetzt ohne Pilz? Was sag ich da jetzt? Pilz geht so schlecht, das weißt du selber auch. Ja, gut, du kannst nichts anderes sagen, als dass wir das jetzt momentan nicht haben. Ja. Dass es ausgegangen ist. Was willst du denn sonst sagen? Eine Situation, die Conny kennt, aber ganz und gar nicht gefällt. Da könnt ihr mich jetzt wieder aufregen, weil es schon wieder nicht, irgendwas nicht gibt, was man braucht. Weil Pilz geht immer. Scheiße. Bring the action. Ob Pilz oder nicht, jetzt wollen hier 20 Testesser aus Königsbrunn und Umgebung bewirtet werden. Silkes Tochter Sophie wird Conny im Service unterstützen. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Grüß Gott. Grüß Gott.
Einfach einen Platz aussuchen. Ja, danke schön. Bitte schön. Die Garderobe ist da draußen. Psst. Eine freundliche Begrüßung hört sich definitiv anders an. Nur da, wo gedeckt ist, bitte. Danke. Conny verwechselt das Wirtshaus offenbar mit einem Kasernenhof. Weißer tut keiner. Einfach schön zusammenrucken, bitte. Hallo. Hallo. Bitte einfach durchgehen. Ja, alles klar. Und dann schauen wir, wo der Wirtler stehen und da setzen wir uns dann hin. Also wie die Conny mit den Gästen umgeht? Okay, in so einem bayerischen Wirtshaus, da ist man mal ein bisschen zünftig und da kommt man auch auf den Punkt, ne? Aber also Freundlichkeit, entgegenkommen, nee, also ich, nee, mein Ding wär's nicht. Und mit dieser Meinung steht der Zwei-Sterne-Koch offensichtlich nicht alleine da. Der Service dürfte meiner Meinung nach ein bisschen freundlicher sein. Also der Ton ist schon sehr, passt zum Ambiente, sagen wir es mal so. Ist ein bisschen sehr rau. Der triste Raum trägt sein Übriges zur Stimmung bei. Das da oben sieht aus, für mich schaut es aus wie Schimmel an der Wand. Aber für mich wäre es jetzt nicht unbedingt was, hier drin zu essen oder mit meiner Freundin oder so, wenn ich meine habe. Das Aquarium ist jetzt auch nicht gerade einladend mit den Totenköpfen drinnen. Man würde am liebsten wieder rausgehen. Ambiente und Service konnten bislang nicht bei den Gästen punkten. Jetzt kommt es auf die Küche an. Die Wirtshaussuppe ist servierbereit, rein optisch allerdings eher fragwürdig. Wer hast du gesagt, hat die Suppe erfunden? Unser vorheriger Koch. Hat er mal im Gefängnis gesessen? Nee, der hat die gut gemacht. Also wenn sie jetzt nicht schmeckt, dann hab ich sie versaut. Schmausen wie hinter schwedischen Gardinen. Kochis Wirtshaussuppe, nur echt mit Petersiliendekoration. Bitte schön, guten Appetit. Ja, okay. Und was sagen die Insassen, Testesser, zu der Spezialität des Hauses? Also, die ist sie nicht. Mir schmeckt sie nicht. Also, die Suppe ist meiner Meinung nach totgekocht. Sie schmeckt wie ein besserer Babybrei. Nicht sehr würzig, es ist einfach nur Pampf. Die Suppe, ein Desaster. Auch Frank Rosin hat eine Ration abbekommen. Vorspeise. Nein, Vorsuppe. Wo sind die Tapeten? Der Kleister ist fertig. Mal gucken, wie die Pampe schmeckt. Irgendwie ist keine Seele drin. Und natürlich auch viel zu dick. Also, es ist keine Vorspeise, es ist Kleister. Ein vernichtendes Urteil. Silke kämpft derweil mit der Hauptspeise. Die Schnitzelberge müssen vorerst im Ofen geparkt werden, denn es fehlen noch 40 Spiegeleier zum echten Hamburger Schnitzel. Und dann gibt es auch noch Hiobsbotschaften von der Kleisterfront. Also die Suppe hat nicht geschmeckt. Ich muss dazu sagen, dass die Suppe heute auch nicht so gut war, wie sie sonst war. Ist mir selber aufgefallen, ich hätte sie aber jetzt nicht mehr ändern können. Dass es allerdings so vernichtend ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hoffentlich kommt die Hauptspeise besser an, ne? Während die Eier um die Wette brutzeln, nutzen die Gäste die Wartezeit und werfen einen Blick auf das Speisenangebot. 50 Gerichte stehen im Kochis zur Auswahl. Ich weiß jetzt nicht, was in einem bayerischen Wirtshaus eine Mecklenburger Bauernpfanne zu suchen hat. Ich finde, schöne bayerische regionale Gerichte reichen vollkommen aus. Da weiß man, was man hat, was auf dem Teller kommt und da weiß man auch, dass es schmeckt. Typisch bayerisch ist dieses Hauptgericht zwar nicht, aber vielleicht lassen sich die Damen ja dennoch vom Hamburger Schnitzel überzeugen. Gesetzt den Fall, sie erwischen nicht den Teller mit dem verbrannten Spiegelei. Dann probieren wir es mit dem Essen. Wie schön. Also es ist eine besondere Kreation auf dem Spiegelei auf dem Schnitzel. Okay, habe ich noch nie gehabt, aber schauen wir mal. Neuer Gang, neues Glück. Doch Silkes Bratkartoffeln sorgen für Unmut. Und kalt. Da schau schon mal die Spiegelei hinter drin. Ist schon verbrannt und ganz trocken.
Es war einfach von der Qualität und Quantität her überhaupt nicht tragbar. Also das war, war sehr enttäuschend. Zu viel und zu schlecht. Auch diesen Gang kriegen die Gäste nicht runter. Ein herber Schlag für Silkes Tochter Sophie. Also wenn die Volontella zurückkommen, ist das halt irgendwie ein komisches Gefühl. Weil eigentlich denkt man, man hat alles gut gemacht und dann sieht man, dass es doch nicht so gut war. Also es ist halt schon ein schlechtes Gefühl. Doch noch fehlt die Meinung des Sternekochs zur Schnitzelspezialität aus dem hohen Norden. So, da habe ich mich heute schon den ganzen Tag drauf gefreut. Schnitzel, Bratkartoffeln und zwei Spiegeleier. Hamburger Schnitzel. Also in Hamburg habe ich das noch nie gesehen. Die Schnitzel wurden auf jeden Fall ziemlich brutal gebraten und wurden nicht auf Krepppapier abgetupft. Die ganzen Schnitzel schwimmen schon mal in ihrem eigenen Fett. Zum fettigen Schweineschnitzel gibt es halbgare Bratkartoffeln. Ah. So fad, so mehlig, so ein Mehlklumpen im Mund. Seine Ecken verbrannt. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Abenteuer dieses Geschehnisses, nämlich die Spiegeleier. Also wenn das ein Hamburger Schnitzel ist, ne? Tut mir leid, Hamburg, ich komme nie mehr wieder. Ob es der Nachtisch rausreißen kann? Puddingpulver aus der Tüte dient zur Verfeinerung von Silkes Kirschen für ihr selbstgemachtes Zimtparfait. Also schmeckt es so, dass du sagst, wie geil ist das denn? Oh. Nö. Na, wie mundet die Eiskreation? Mit dem Zimt. Also, ich weiß nicht, bisschen weihnachtlich. Mein Geschmack war es nicht. Bei der Sprühsahne schmeckt man einfach diesen Süßstoff oder dieses Süßmittel sehr stark raus. Das ist für mich ein No-Go in einem Lokal. Und was sagt der Zwei-Sterne-Koch? Die Kirschen schmecken sehr, sehr langweilig, sehr, sehr wässrig. Das Zimtparfait ist grisselig. Es kommt, dass die Zubereitung nicht richtig durchgeführt wurde und Wasserkristalle sich in dem Eis gebildet haben. Und dann hat man nicht nur dieses Eis gefroren, sondern auch dazwischen diese Wasserkristalle. Und die Sprühsahne, die darf natürlich nicht fehlen. Das ist nicht eine 6, das ist nicht sitzen blieben, der kommt nie in die Schule. Der Abend nähert sich dem Ende. Nun ist das Urteil der Gäste gefragt. Die 20 Testesser bewerten die drei Gänge sowie das Ambiente und den Service. Dabei ist 0 die schlechteste und 10 ganz klar die beste Punktzahl. Entschuldigung, darf ich mal zwischen euch einfach so mal kommen, Jungs? Das unmögliche Wirtshaus, der Name, wie spricht dich das an? Ich spricht's nicht an. Es ist erstens zu lang und es ist kein, es liegt nicht im Ohr. Ja. Wenn irgendwie was kurz ist, knackig ist, was wirklich auch im Ohr bleibt, im Kopf, und wenn man dann natürlich noch was Anständiges zu essen bekommt, dann kann man auch hier öfters hergehen. Mhm. Das im Moment leider nicht der Fall ist. Ambiente, ein Punkt? Ja, zu vollgestellt. Sieht so aus wie auf dem Flohmarkt. Man fühlt sich nicht wohl, also ich fühle mich hier nicht eingeladen. Wenn man in den Hof reinkommt, dann wird man am liebsten umdrehen und wieder rausgehen. Das ist sehr abstoßend. Also der Müll und der ganze Unrat ringsherum, wird man überhaupt nicht freiwillig eigentlich reingehen. Deutliche Worte von den Gästen. Inzwischen ist Silkes Lebensgefährte Enrico von der Arbeit gekommen. Der 43-jährige Bademeister hält die Familie mit seinem Gehalt derzeit über Wasser. Hallo. Hallo. Ich bin der Frank Rosin. Ich bin der Enrico. Der Lebensgefährte. Der Lebensgefährte, ja. Wie siehst du das ganze Problem mit dem Geschäft? Tja, das ist erstmal ein altes Haus. Mhm. Wir haben sehr viel erstmal reingesteckt ins Haus, was wir konnten. Mhm. Ich habe auch mein gesamtes Geld reingesteckt. Wie viel ungefähr? 20.000 so. Und auf jeden Fall, so geht's erstmal nicht weiter, weil ich habe nichts mehr außer mein Lohn noch. Leidet eigentlich auch eure Beziehung darunter? Ja, streiten wir uns auch ab und zu mal. Ja, das ist echt bedrückend.
weil wir sind 20 Jahre zusammen und letztlich hat man manchmal das Gefühl, dass dieses Geschäft das eventuell kaputt machen könnte. Ein Schuldenberg von 60.000 Euro und ständige Streitereien belasten das Familienleben immens. Eins steht jetzt schon fest. Diese Familie steht und fällt mit diesem Laden. Was die hier schon alles reingesteckt haben. An Geld, Lebenszeit und Kraft. Boah, was für eine Aufgabe.